Willkommen zurück bei der spannenden Geschichte von Final Fantasy VII Remake. Wir müssen jetzt Richtung Dach, wo die Hauptgruppe von Avalanche ist, die uns abholen will mit dem Hubschrauber, damit wir hier rauskommen. Eris haben wir ja befreit. Und es gab ja auch eine ganze Fülle an Informationen. Alles pipapo, vieles haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Aber allerdings ist mir jetzt eine Sache nochmal klar geworden. Oder zumindest habe ich da eine Theorie zu. Und zwar wissen wir ja, dass unsere Bademäntelfreunde Moiren heißen. Dank Red 13. Und ja, er sagte ja, quasi die Hüter des Planeten, sie kommen immer dazu, wenn jemand das Schicksal ändern will. Dann greifen sie zumindest ein. Und wenn man jetzt mal das ganze Spiel durchdenkt, wo sie uns jedes Mal angegriffen haben. Wir wissen ja alle, dass das Remake eine veränderte Form des Originalspiels ist, dass viele Sachen anders laufen. Kann das sein, dass diese Moiren versuchen, dafür zu sorgen, dass die Story genau gleich abläuft, jedes Mal, wenn sich hier was verändert, wenn irgendjemand in die Geschichte eingreift? Versuchen die Moiren, das wieder gerade zu biegen, damit das an der Originalstory bleibt? Denen das bloß nicht immer gelingt? Wie wir jetzt zum Beispiel gesehen haben in der letzten Folge, wurde Hucho weggeschleppt von den Moiren. Keine Ahnung wohin, ob wir ihn wiedersehen, weiß ich nicht. Kann das sein, dass Hucho zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht hätte sein da dürfen im Originalspiel? Und sie ihn deswegen entfernt haben, damit es wieder der Originalstory angeglichen wird? Sowas in der Richtung? Das ist zumindest ungefähr die Theorie, die ich habe. So muss ich sagen, ich kenne das Originalspiel nicht. Ich werde es mir sicherlich irgendwann angucken. Bloß im Moment möchte ich es nicht, weil ich halt Angst habe, mich zu spoilern. Aber gehen wir erstmal weiter. Das ist so in etwa meine Theorie ungefähr. Mal sehen, was uns noch erwartet. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie nach oben. Mehreren? Nee, ne? Doch. Ja, die siehst du gut, dass ich noch reingegangen bin. Warte mal, da sind noch ein paar mehr Nebenräume. Frischring! Apropos, warte mal. Bei Cloud war das, ne? Jo. Er hat hier sein Dingsebumse doch verloren, seinen Seelenohrring. Hat Eris einen? Sie hat normale Ohrringe? Du kriegst auch mal einmal ein. Ich weiß nicht, was alles noch kommt, aber die werden ja schon teilweise echt heftig, ne? Die Gegner. Wer weiß, was da noch alles kommt. So, warte mal. Hier haben wir noch einen Eingang. Hier noch irgendwas? Sehr enge Butzen hier, ne? Werden wahrscheinlich die Forschungsobjekte eingesperrt oder so. Hier haben wir noch was. Ach, guck, hier ist auch noch eine Kiste. Das ist sehr schön. Phönixfeder. Ja, die nimmt man doch gerne mit. Die kann man immer gebrauchen. Und hier gegenüber haben wir nämlich auch noch. Ja, bloß nichts drin, wie es aussieht. Wirklich sehr beengte Buden. Okay, aber zumindest unser die zwei Kisten haben wir können. Also das Dach, richtig? Jo. Wir sollten den Fahrstuhl versuchen, den Hojo benutzt hat. Ich will die Kiste mitnehmen. Atta! Auch mal gut. Das ist die Frage. Die laufen da lang. Dann gehe ich einmal hier lang. Sind wir hier wieder am Eingang? Ja. Sind wir noch angeschlagen? Nö, wir sind voll geheilt. Das ist schön. Dann können wir weiter. Dann brauchen wir nicht auf die Bank. Gut, die hatten wir ja schon geguckt. Ich glaube nicht, wenn Hucho noch leben sollte. Wir haben ja nicht gesehen, wo die Moiren ihn hingeschleppt haben. Dass er uns einfach so gehen lässt, aber abwarten. Boah. Ja, hier haben wir gegen das Viech gekämpft. Gegen dieses ekelhafte. Geht es hier lang zum Fahrstuhl? Ja, ich kann den Mistkerl noch riechen. Ja. Genau, hier haben wir gegen das Viech gekämpft. Dann lass uns mal rennen. Ich glaube nicht, dass der uns einfach so nach oben kommen lässt. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Moiren ihn getötet haben. Die haben ihn bloß irgendwo anders hin verfrachtet. Denn bin ich schon mal gespannt. Was ist denn hier passiert? Die Behälter. Sie sind alle leer. Mir schwant nichts Gutes. Sind hier irgendwelche Versuchsobjekte ausgebrochen? Oder? Hier müssen wir lang. Und wie? Na, mit Muskelkraft. Na, mit Muskelkraft. Okay. Oh je. Die waren's also. Also doch Versuchsobjekte. Die kennen wir doch. Aus dem Labor unten. Die sind da. Ah. Die haben das wohl angerichtet. Dann sollen sie dafür bezahlen. Überlass die mir. Okay, warte mal. Was wollen die denn nochmal? Die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Dann holen wir das nach. Analyse. Kann nicht schaden.
Frust ist wirksam. Das ist gut. Alter, Alter, Alter. Geh mal auf, Eris hier. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. So, wir probieren es einfach mal. Na gut, ob das gut geht, weiß ich nicht. Wir haben jetzt nicht den Magiekreis liegen. Offenbar geht es sehr gut. Das ist schön, okay. Gib mir 5. Ja, das war heiß. Okay. Naja, er hat eine Flamme am Schwanz. Okay. Vor allen Dingen waren die Gegner jetzt schneller platt, als ich mir gerechnet. Ich habe doch nur einen angegriffen. Wieso waren die alle platt? Ist das wieder übergesprungen oder? Das ist schon nice. Schön. Okay. Wir müssen da lang laut. Was haben wir hier denn? Ich würde mich bloß gerne. Okay, hier ist nichts weiter. Da kommen wir nicht rein, ne, oder? Doch. Okay. Ich meine, Bank brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, wenn wir mal ehrlich sind. Aber hier einmal in den Automaten gucken. Nichts im Angebot. Das haben wir alles. Überlebensweste? Ja, nice. Stärke erhöht sich um 10, Vitalität erhöht sich um 10, Magie wieder. Aber allerdings haben wir überall gerade diese Seelenohrringe an. Die haben wir auch alle, ne? Okay, wir kaufen jetzt aktuell nichts. So, einmal hinsetzen kann ich Schaden, auch wenn wir jetzt. Der Kampf war ja wirklich sehr kurz. Also, wir dürfen nicht viel verloren haben, aber. Man weiß ja nie. Haben wir zumindest MP und so wieder aufgefüllt. Spart uns Äther. Dann passt es. Hier kommen wir nicht rein, ne? Nein. Gut. Da müssen wir wohl. Ist hier noch irgendwas? Da sind wir wieder hier im Labor. Kommen die Viecher immer wieder? Warte mal. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das geht nicht. Haben wir einen vergessen? Ja. Hau Mutangriffe rauf. Außer ein paar mehr. Okay. Nimm das! Das kann ich so nicht stehen lassen. Tut mir leid. Ich weiß, dass wir oben weiter müssen. Was? Okay, doch nicht so ganz ohne die Viecher hier. Hau ihn weg. Der ist zu weit weg. Nimm den da. Das war's dann. Sehr schön. So, Tifa, du haust bitte einmal. Kriegen wir schon hin. Deine rechtschaffene Faust drauf. Ich sehe schon. Wunderbar. Viecher können aber auch nichts. Okay, haben wir das Thema hier. Tut mir leid. Ich kann hier nicht einfach Gegner laufen lassen. Wo kommen wir denn da hin? Ja, gut, jetzt war der Bankbesuch überflüssig. Wir gehen jetzt trotzdem weiter. Kriegen wir schon hin. Wir können auch noch heilen und so. Wir haben ja jetzt keine Magiepunkte verbraucht. Hier haben sie Hutschuh reingeschleppt. Den gehen wir jetzt auch drin. Na, klaut, klaut. Danke. Interessante. Nö, nö. Ich meine, das schönere Gebäude wird angegriffen, ne? Sollte man da nicht lieber die Treppe nehmen? Los. Im Notfall nicht den Fahrstuhl benutzen. Gilt hier nicht in Final Fantasy. Sephiroth. Ich sag doch, der ist hier. Wenn wir ihn ja auch reden hören. Der ist definitiv hier. Ich hoffe nur, dass er sich nicht für uns interessiert. Wo sind wir hier? In Hojos Hexenküche. Shinras dunkles Geheimnis. Zum Zertrümmern fehlt uns leider die Zeit. Lasst uns schnell rauf aufs Dach. Ja, stand ja auch gerade Hochsicherheitsbereich. Hier hat er seine richtig gefährlichen Sachen. Okay. Aber wir haben nun wirklich nicht die Zeit. Wir müssen hier raus. Da, das ist das, was wir gesehen haben, was Cloud Mutter genannt hat. Als wenn da irgendwas aus dem Bauch gesaugt wird oder so. Genova. Was ist das? Genova. Oh.
Mutter. Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Sie alle! Ich hasse sie alle! Cloud? Diesmal sehen wir anscheinend alle. Bist das wirklich du? Irgendwie vorauszusehen. Vortrefflich! Da ist er ja. Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Sich in irgendein Loch verkrochen, wo er alles beobachtet. Ich den in die Finger kriege. Auf jeden Fall, das hat man ja schon an dem Gespräch gemerkt in der letzten Folge. Ich muss hier weg. Hab ich das Gefühl, dass Sephiroth Genova haben will. Er nennt ja Genova genau wie Cloud auch Mutter. Alter, sind das alles... Alles Forschungstanks. Ich meine, wir wissen ja, dass da oben Genova drin ist. Wird die ganze DNA oder ihr Blut oder irgendwas von ihrer Hirnsuppe oder sowas runtergepumpt, wenn hier irgendwelche Superviecher gezüchtet? Okay. Alter, wenn die da unten aufgehen. Versuchsbehälter. So komme ich rüber. Da ist aber auch was drin, oder? Ja. Die züchten hier. Der versucht, sich eine Armee zu züchten. Ich will nur kurz was gucken, bevor wir darüber gehen. Okay, hier ist nichts weiter. Und Sephiroth versucht wahrscheinlich zu verhindern, dass wir da hinkommen. Er will Genova für sich. Er nennt sie ja auch Mutter. Alter, ich hoffe, die bleiben geschlossen. Teilweise schon beschädigt. Teilweise schon etwas angebrutzelt, schon leicht gerade. Wird schon irgendwie klappen. Was? Monodrive. Habe ich den nicht schon analysiert? Moment. Nur kein Über... Wind. Eine künstliche Lebensform aus der Abteilung für chemische Forschung, der eine KI eingepflanzt wurde. Sie wird zur Bewachung der Makoreaktoren eingesetzt. Alles klar. Gut, kann anscheinend nichts Tolles. Tschüss. Kann definitiv nichts Tolles. Weiter geht's. Gut, hier geht's nicht weiter. Also schaue ich da weiter. Wollte ja nur gucken, ob da irgendwo was liegt. Ich hoffe wirklich, dass die Dinger sich hier nicht öffnen. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie aus einem Borg-Kubus. Diese ganzen Alkoven. Wer weiß, was da rauskommt. Haben wir hier noch was? Nicht umsonst ist hier doch so ein kleiner Ex. Ja, siehst du mal? Toxin noch einmal, okay. Ja, gut, ein paar Exemplare sind ich draußen. Ich helfe dir. Danke.
Okay. Red 13 schließt sich deiner Gruppe als Gast an. Das heißt, er kämpft an deiner Seite, lässt sich aber nicht von dir kontrollieren. Da sich seine Ausrüstung nicht ändern lässt, erscheint er auch nicht im Hauptmenü. Kurz gesagt, er ist ein stiller Mitkämpfer. Schön. Schade, ich hätte ihn gern selber gespielt. Impulsiv erstmal. Sehr schön. Verdammt! Hey. Los! Und tschüss! So, nochmal Impuls rüber, rein sind wir los. Wunderbar. Alles okay? Jo. Ja. Und die anderen? Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie. Hier, warte mal. Von da kommen wir. Wir müssen hier lang. Red 13 können wir auf jeden Fall nicht selbst steuern, wie es aussieht. Schade. Schade. Ich hätte gerne selbst gespielt. Bestimmt cool, mal mit der Katze durch die Gegend zu rennen. Was ist? Wird an einer Wand das Symbol Pfeil nach oben angezeigt, kann Red 13 an diese Stelle mit Dreieck an ihr entlangklettern und so weiter entfernte Bereiche erreichen. Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Das müsste sich arrangieren lassen. Ein paar Interaktionsmöglichkeiten hat er ja. Alles klärchen, denn Mama? Bist du sicher? Ja. Schöner Wandjump. Na denn, Mama. Gut, er ist eine Katze. Wie soll er sonst den Hebel runterkriegen? Dann hüpf mal schön rüber. Schön, Alter, wenn man sieht, was da drin ist. Ne? Ich hoffe, das kommt niemals raus. Was sind denn deine müde Augen? Eine Bank? Die würde ich nötig haben. Gut, dass ich mich nicht geheilt habe. Das wäre MP-Verschwendung gewesen. Megatrunk, 3 Stück. Die nehmen wir doch glatt mit. 2 Äther nehmen wir auch mit. Ansonsten haben wir alles, ja, Standard halt, ne? Jo. Schön, Musik höre ich hier schon, aber es gibt hier keine zu kaufen. Schade eigentlich. Ich habe mit Sicherheit irgendwo Schallplatten übersehen, da bin ich mir sicher. Hätte zwar gerne alle mitgenommen, aber gut. Kann man nicht ändern. Aber das heißt, es kommt wahrscheinlich gleich gerade irgendwie ein Boss oder sowas. Wir kennen es doch, wenn eine Bank in der Nähe ist, ne? Walze, Sektion 1. Walze? Dieser Laden ist das reinste Gruselkabinett. Ach, Berit. Okay, den haben wir auch. Schön. Kommt mir bloß nicht zu nah. Brauchst du Hilfe? Och, nö. Ich muss noch mal kurz was gucken. Besiegt, analysiert, Schwäche ausgenutzt. Die Barriere, die sie vor physischen Attacken schützt, lässt sie mit Magie attacken. Alles klar. Bist du dir sicher? Ich muss da nochmal nachgucken, damit ich mir hier nicht wieder einen abkämpfe. Aktuell haben die ja gar keine Barriere. Yeah. Da haben wir es wieder. Und die sind empfindlich gegen Luft, das kriegen wir hin. Müsst ihr eigentlich alle treffen? Jetzt stirbt! Wir haben immer noch eine Barriere. Aber zumindest haben wir die anderen alle ausgeschaltet. Ey. Gut, klaut der Mann nochmal. Damit wir die Viecher loswerden. Vielleicht reicht er jetzt schon an Eroa. Einfach mal gucken. In alle Winde. Genug. Nein, jetzt kommen die auch raus. Okay. Okay, die Augen haben wir auf jeden Fall mit Bravour erledigt. Das ist doch schon mal schön. So, Claudi. Mutangriff. Wunderbar. Und Berit. Hier. Maximale Wut und wir werden auch los. Ist das hier eine Monsterfabrik oder was? Das könnte man durchaus so sagen. Was? Okay, wir gehen auf Berit. Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme. Was soll der Scheiß? Bin bereit. Die Motte. Haben wir die Motte schon analysiert? Auch nicht. Claudi, hau einmal deine Analyse raus auf die Motte. Blitz und Luft. Ach, das lässt sich machen. Wer hat denn hier... Hat er Blitz? Nein? Aber wir können mal die Barriere ausprobieren. Für alles gewappnet.
Noch nie gemacht. Vielleicht bringt das ja was. Soll ja ein bisschen Schaden, ne? Ja, lass mich doch... Ja, hallo. Lass mich doch mal hier raus. So, Cloudy Boy. Du wirst da einmal die volle Ladung raufhauen. Wir kriegen bestimmt gleich eine Bank. Gut, hat erst nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe, aber ein bisschen. So, Birre, du haust ja nochmal deine maximale Wut drauf. Ich lecker dich wie ein Sieg. Verzieh dich! Ja! Raus, gib ihn! Ist das alles? Auf die Zwölf! Na? Okay, ich werde einmal kurz unseren Cloudy Boy helfen müssen. Komm schon! So, Cloudy. Genau, jetzt bist du dran. Denn noch einmal ein Aerora. Auf die Modelle müsste sie Platz sein. Geht doch. Bei dir, alles klar? Ja, keine Sorge. Na dann, ist ja gut. Noch mehr Fnüffelchen. Der Ausgang? Was nun? Ganz einfach. Wir suchen Tifa und Aerith. Und dann geht's rauf aufs Dach. Gibt doch sicher einen Fahrstuhl. Mal abgesehen von den Störenfrieden hat sich am Plan nichts geändert. Los, Leute! Okay. Ja, zum Glück sind die hier nicht noch rausgekommen, ne? Die sind wohl noch nicht fertig oder so. Schön, dann lass mal raus. Hier scheint nichts weiter zu sein. Sind wir wieder bei Genova, oder? War das Sephiroth, der hier so rumrandaliert hat? Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Okay, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Zwillingsfehler. Okay, warte mal. Das war doch eine Waffe für Cloud, oder? Ja. Der ist standardmäßig schon 4. Gut, unsere nehmen wir gerade nochmal 5, aber da können wir bestimmt was zuschreiben. Die sehen nice aus. Ein Großschwert aus 2 Klingen, das großzügig Platz für Materia bietet. Konterstellung. Erlaubt es, gegnerische Angriffe mit mächtigen Konterattacken zu erwidern. Okay, physische Attacke hat auch nicht was drauf. Ich muss einmal kurz... Okay, da müssen wir wirklich gucken. Moment, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier noch eine Waffe kriege. Zwillingsfehler. Ein Moment. Dreukähne, alles klärchen. Feuerelementare Attacke, Eis, Blitz, Wind... Zusatzschaden von Wind. Hier, physisch, Ma, MP, Erlittner, blablabla, Materia-Slots. Auf jeden Fall 2 Stück, die nehmen wir mit. Dann haben wir den auch auf 5, wie die andere. Dann verlieren wir zumindest nichts. Und hier war aber noch irgendwo. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass hier noch irgendwo war. Ja. Hat hier sogar 6, ein Träumchen. So, dann gucken wir erstmal weiter. MP, längere Buffs, zusätzlicher Materia-Slot. Das ist ein kleines Träumchen. Ah. Wo ist er denn? Da, verbinden, okay. Bleibt bei 6, aber 3-mal verbunden. Das ist schon schön. Okay, Zusatzschaden ist natürlich nicht verkehrt. MP-Maximum auch nicht. Aber ich werde trotzdem mal gucken. Blocken, das mache ich leider viel zu selten. MP-Regeneration um 10% beschleunigt. Physische Attacke. Erlittener physischer Schaden beim Blocken. MP-Maximum würde ich schon gerne erhöhen, weil Cloud heilt ja auch sehr häufig. Magische Attacke machen wir auch mal mit. Ab und zu setzen wir auch Schadenzauber ein. Physische Attacke sowieso. Das haben wir. Und hier MP-Regeneration auf jeden Fall. Erlittener magischer Schaden beim Blocken. Erlittener physischer Schaden beim Blocken. Okay, Moment. Er setzt an die fast alles ein, ne? Feuer auf jeden Fall und Wind hat er. Gut, dann machen wir auf jeden Fall die beiden Sachen. Das ist Blitz, Eis, Feuer. Elementschaden allgemein, ja. Und Wind. Gut, hier machen wir auf jeden Fall nochmal das MP-Maximum. Nein, ich war hier noch nicht fertig.
längere Debuffs? Ich weiß noch nicht genau, was hier im Spiel als Debuff gilt. Längere Buffs? Wahrscheinlich sowas wie Barriere und so. MP-Maximum? So, Eiselemann. Okay, wir haben noch so viele Punkte über. Ich nehme Eis und Blitz auch mit. Dann haben wir da zumindest die freie Wahl. Haben wir sie denn? Sind die hier, ne? Ja. So, Blitz, Eis. Ansonsten haben wir ja alle, oder? Den haben wir auch, ja. Ich glaube, hier haben wir alle. Jo. Und dann haben wir hier denn noch erlittener physischer Schaden. Ja gut, blocken tun wir so gut wie nie. Ich nehme es mal mit den Buffs. Ich weiß zwar nicht genau, was die Buffs sind. Ich vermute mal die Barriere und sowas. Was Debuffs hier im Spiel sind, wahrscheinlich wenn ein Gegner brennt oder so, wenn ich mit Feuer in Brand gesteckt habe. Irgendwie sowas. Okay, da haben wir alles. Da haben wir alles. Dann bleibt uns ja eigentlich sowieso nur noch hier die beiden. Littner physischer Schaden beim Blocken. Mehr gönnen wir nicht. Gut. Ich glaube, die Materie können wir größtenteils mit übernehmen. Cloudy Boy. Müssen aber noch eine zusätzlich reinkriegen. Jo. Das passt hier alles noch. Luft. Gut, das könnte ich rein durch die Waffe packen. Das kann aber auch hier unten. Das macht da keinen Unterschied. Ist immer noch nicht hochgeskillt. Echt nicht? Ja gut, das braucht 7500, ne? Analyse, Versiegelung, Frost. Ich müsste mal gucken. Haben wir noch irgendwas? Wieso nicht Errors? Geringerer ATB-Boost nach 3 verschiedenen Kommandos. Ah ja, gut. ATB-Kooperation. Geringer ATB-Boost für Gefährten nach 2 in Kommando. Okay. Geringer ATB-Auflangungsboost bei geschockten Gegnern wäre nicht schlecht. Gegenstandseffekte im Kampf wäre auch nicht schlecht. Da haben wir sogar zweimal. Was ist denn der? Ugi Nagashi anwendbar. Erhöht die Angriffskraft von Attacken und füllt ATB-Leiste geringfügig auf. Achso, R1 im Kreis, das war das. Okay. Ausweichrundumschlag, EB-Boost. Brauchen wir nicht wirklich, der ist schon 50. Gil-Boost brauchen wir auch nicht. Okay, MP-Boost. Das wäre nicht schlecht für ihn. Könnten aber auch ein TB-Boost geben, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen... Ein feines Können, Feintechnik erlernbar. Ich lege ihn einfach mal an. Ich habe es nicht ausprobiert. Das habt ihr mir schon geschrieben, weiß ich. Ich habe es die ganze Zeit trotzdem nicht gemacht. Hey, ich bin da völlig... Ah, gut. Ob das jetzt nicht schon zu spät ist, wissen wir nicht. Aber wir können es ja mal probieren. So, jetzt müssen wir aber trotzdem erstmal weiter hier. Irgendwie... Da drüben ist wieder der Hebel. Ja, Red 13 geht hier. Alles klärchen. Was für ein riesen Labor der hier hat, ne? So, du setzt dich, ich wollte gerade sagen, ordentlich hin. Keine Ahnung, wo Eris und Tifa sind. Wow. Die werden wir hoffentlich noch finden. Netter Wandlauf. Jo. Oh nein. Oh gut, so kann man es auch machen. Schön. Ah, Tifans. Doch super! Sehr schön! Okay, dann wissen wir, wo sie sind. Frage ist nur, wie kommen wir da runter? Wartet dort! Wir kommen jetzt zu euch runter! Ach, sie kommen runter. Okay. Dann mach mal auf, mein Freund. So, dann mal wieder schön über Versuchsobjekte latschen. Was hat sie gesagt? Da drüben scheint irgendwas zu sein. Ah ja, einen Moment. Ich verstehe kein Wort von den beiden. Naja, halt da die Sicherheitssperre zwischen. Jojo, 3000 Kill. Gut, ob sie uns hier noch was bringen, ist eine andere Frage. Aber nimmt man doch Gene mit? Da liegt eine Materie. Ich hoffe, dass wir da noch hinkommen. Da liegt eine Materie. Hier? Ja, oder? Gucken. Wie so ein altes Telefon. Ja, kannst du mich hören? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ah, könnt ihr mich hören? Na. Ganz genau. Willkommen in der Walze. Meiner bescheidenen Forschungseinrichtung.
Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben, an meinen Experimenten mitzuwirken. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid, warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten. Lasst ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaube, ich habe oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. Sehen wir es uns an? Ah, okay, wenn ich den in die Finger kriege. Gruppe wechseln, okay. Es ist ja so zweigeteilt. Nice. Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid vorsichtig. Ja, sind wir. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an, okay? Geht klar. Ah, jetzt haben wir also einmal die reine Männergruppe. Ob mit Cloud alles in Ordnung ist? Er benimmt sich schon länger etwas seltsam. Ja. Aber mach dir deshalb keine Sorgen. Sag lieber mal, wie geht es dir denn so? Mir? Alles im grünen Bereich. Und die reine Frauengruppe, wollte ich sagen. Alles klar, das finde ich auch nice. Gut, die beiden sind fit. Materie haben die beiden ja ihre alle. Ja, ja, das passt. Gut, dann geht's ja aber in der nächsten Folge weiter. Wir müssen mit den beiden da hoch. Mal gucken, was uns erwartet. Irgendwie müssen wir jetzt wo vermutlich mal irgendwie, was weiß ich, sie müssen irgendwie ein Stück machen, den Stück. Keine Ahnung, vor allem da ist eine Materie, die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Vielleicht kommen wir da irgendwie noch hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi!